Genau. Ich hab dich gesehen. Mal gucken, was das ist. Oh, was war da? Hä? Ist der jetzt einfach auf uns zugerannt oder was? Aua! So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum vermutlich letzten Part vorerst zu dieser Reihe von Fade to Silence. Genau. Warum der letzte Part? Ganz einfach, ich hatte ja am Anfang gesagt gehabt, dass ich das Spiel erstmal wirklich ausprobieren möchte. Es befindet sich auch noch in der Early Access. Und ich wollte mir halt wirklich erstmal nur einen ersten Eindruck von dem Spiel machen, wie es mir gefällt und so. Und gar keine Frage, das Spiel finde ich wirklich mega geil und wirklich cool. Aber ich sehe, dass das halt ein wirklich großes Projekt auch ist. Und da ich nebenbei ja noch Elex am Laufen habe, was ja genauso groß ist, das Projekt, habe ich mir gedacht, dass ich jetzt langsam da aufhöre, wo es am schönsten wird. Und zwar genau hier. Ich werde jetzt noch den Part sicher noch fertig spielen, um zu gucken, ob sich vielleicht noch irgendwas Neues entdecken lässt oder so. Aber vorher bin ich wirklich fertig und am Ende vom Spiel, also am Ende von dem Part, gebe ich noch sonst mein kleines Fazit dazu ab. Genau. Und ich sehe auch wieder, dass wir den wieder an- und ausziehen müssen. Also wir sehen, boah, ist aber auch geil mit dem Wind. Guckt euch das mal an. Okay, wie dem auch sei. Da hinten läuft immer noch dieses Vieh rum. Wir haben aber auch nicht mehr viel, also unser Inventar ist auch wirklich voll. Und wir haben aber auch kein Holz. Das heißt, wir begeben uns weiter mal, würde ich trotzdem noch sagen, in den Norden. Ungefähr hierhin. Um mal, ja, unser neues Schwert auszuprobieren hier. Genau. Wenn es überhaupt noch was zu holen gibt da oben. Also wenn wir überhaupt noch was finden. Du, 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 du. Ich hack mal schnell ein bisschen Holz. So, so. Ich frag mich, ob ein Baum uns so zerquetschen kann. Blablabla. Es wird auch Nacht, merke ich gerade. Ich will schnell mal schauen, ob wir jetzt Holz für das Lagerfeuer haben. Also für unsere Benzinkanister dort. Nee, reicht nicht. Ein Lagerfeuer. Ja, aber ich hab ja keins. Na, willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich jetzt wieder zurücklaufen muss und mir erst ein Lagerfeuer craften muss? Nee, machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. So, das heißt, wir tun einfach mal jetzt aufs Ganze gehen. Wir haben uns zwar schon halb den Arsch abgefroren, aber ich bin mal gespannt, ob wir bis zum Ende noch überleben werden. Was haben wir hier? Feuerholz. Das Inventar ist voll. Lasst uns mal wirklich so weit gehen, wie wir es schaffen. Na, dann nehme ich doch lieber erstmal den Bogen. Ah, ich habe gar keine Pfeile. Okay, ja gut, dann laufen wir erstmal weiter. Genau. Ich hab dich gesehen. Mal gucken, was das schon. Oh, was war da? Hä? Ist der jetzt einfach auf uns zugerannt oder was? Aua! Ich dachte, der Typ wartet, aber der rennt einfach auf uns zu. Ey, wir müssen was essen. Haben wir überhaupt noch was zu essen? Ja, ganz toll. Nicht mal Verbände haben wir. Oh. Ja, jetzt frieren wir uns sogar noch einen ab. Du, 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 du. Und da hat mir jemand geschrieben. Okay, wir gehen echt mal aufs Ganze. Wir haben auch nicht mehr so viel Leben. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Da hinten geht irgendwas ab. Da findet eine Party statt und das auch noch ohne uns. Der Gipfel. Die Gipfel. Oh, wir frieren. Ist das ein Eingang? Ist das eine Hütte oder sowas? Nee. Scheiße, ein Bagger. Scheiße, es wird sowieso Nacht. Jetzt wird es mega kalt. Komm, so kalt ist es doch gar nicht. Wir haben es gerade mal minus 10 Grad. Also wenn ich so dicke Kleider an hätte, würde ich mir... Ja, ja, ist ja okay. Oh, der schießt ja.
Bastard, ey. Boah, das Schwert ist auf jeden Fall stärker als, als die Axt, die wir hatten. Oh, den Wurm! Lauf! Lauf! Nein, es kommt auch noch so ein Sturm. Ist das euer Ernst? Nee, das schaffen wir nicht. Da werden wir verrecken. Nein! Okay. Nein! Nicht viel. Noch ein Wurm! Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus zum Spielen. Komm raus zum Spielen. Das ist mal ein Kampf, ja? Jawohl. Komm schon, wenn wir schon nichts mehr machen können, dann machen wir wenigstens das. Das Teil vernichte ich noch. Los, 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 los. Ja, oh, wir sind gestorben. Okay. Ja, okay, das war ja schon ziemlich klar, dass wir sterben. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall unser ganzes Zeug noch behalten. Aber wir haben nur noch ein Leben, glaube ich. Nun denn, wieso läuft denn der so langsam? Kann das sein, weil unser Inventar voll ist? Oder überladen? Hä? Komm, wir legen mal was ab. Gegenstand ablegen. Nee, damit hat das nichts zu tun. Habe ich irgendeine Taste gedrückt aus Versehen? Wartet mal. Das ist doch neu hier, das Bauen. Das gab's doch jetzt vorher noch nicht. Eine Medizinhütte, eine Schuppe, eine Schmiede, eine Werk... Was man hier alles bauen kann. Du kannst hier ein ganzes scheiß Lager bauen. Nee, ich bin aber... Okay, keine Ahnung, wieso der so langsam läuft. Okay, vielleicht weil der Sturm draußen wütet. Da kann man ja nicht schnell laufen. Okay, wir begeben uns mal zur Hütte. Ah, das kann natürlich sehr gut sein. Guckt. Ja, voll. Okay, das finde ich jetzt echt noch cool. Das kann natürlich auch sein, dass das Spiel inzwischen... Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Oder das Spiel wurde jetzt wirklich auch geupdatet. Gerade in den letzten ein, zwei Tagen. Dass das Schwein da immer noch hängt. Das müsste doch längst davor sein. So. Tun wir uns mal ausruhen. 8 Stunden. Okay, jetzt stimmt's wenigstens nicht mehr so. Genau. Nee, vorher war nur Überblick und Inventar. Das Bauen ist neu dazugekommen. Oder wir haben irgendeine spezielle Stufe erreicht, wo das... Ah, hier kann man gucken, wo man das hinbauen möchte, oder was? Genau, hier sind wir. Mhm. Unverseuchtes Holz brauchen wir dafür. Haben wir alles nicht. Da können wir das ganze Ding hier aufbauen. Das finde... Okay, ey. Das finde ich jetzt echt noch geil, aber... Haben wir hier noch irgendwas? Unverseuchtes Holz? Nicht, gell? Verdorbenes Holz. Nee. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde vorschlagen, dass wir uns ein bisschen unverseuchtes Holz sammeln. Und dann bauen wir uns mal so ein Ding noch auf. Wenn wir mal wissen, wie das aussieht. Also es ist ja so, ich werde das Spiel auf jeden Fall... spielen, weiterspielen, also beziehungsweise wieder spielen, sobald es aus der Early Access draußen ist. Und, weil ich finde es halt wirklich mega geil, auch von der Grafik her, es gefällt mir halt wirklich extrem gut. Genau, ich werde es auf jeden Fall spielen. Und, das Lager wird angegriffen. Also gut. Da sind sie. Der ist down. Dann mit den nächsten. Aufladen, aufladen. Oh nein. Das war dumm. Okay. So, den haben wir auch.
Den letzten. Da sind nochmal zwei. Mir fehlt sie ein bisschen so, also vielleicht bin ich, okay, das ist natürlich meine Meinung, natürlich nicht, aber mir fehlt es auch ein bisschen hier so an, an Erfahrungspunkten und ein bisschen auch so an Skill, Skillpunkten, die man vielleicht verteilen kann, weil bis jetzt bringt es einem noch überhaupt nichts, wenn man diese Seelenschlitzer hier auseinander nimmt. Oder ich krieg's auch zumindest einfach noch, auch noch nicht mit. Das war der letzte, ja. Jetzt haben wir natürlich wieder Hunger. Aber das lassen wir jetzt erstmal so sein. Also unverseuchtes Holz brauchen wir, ne? Genau, also ich kann ja schon langsam mal ein Fazit abgeben zu dem Spiel. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Grafisch auch. Also abgesehen davon, dass es halt immer noch so ein bisschen laggy ist natürlich. Ab mal kurz ist das Bild eingefroren oder die Framerate geht, ich glaube, in welchem Menü war das gewesen? Hier im Inventar, nee, nicht im Inventar. In irgendeinem Menü geht die Framerate irgendwie so auf 12. Hier, auf 10 FPS geht die hier runter. In einem Menü drin, also kann ja nicht sein, ne? Und eben, dass das Bild halt manchmal einfriert. Ja, das sind so die normalen Mängel, die es halt am Anfang von dem Spiel gibt. Man darf einfach nicht vergessen, das ist noch in der Early Access, das heißt, das Spiel ist noch nicht fertig. Genau, und zum Thema Skillsystem, ich weiß halt nicht. Okay, das ist jetzt irgendwie, hä? Das letzte Mal war doch hier bauen gewesen. Ah, das kommt drauf an, wo wir uns befinden. You don't have followers yet. Okay, also das ist für die Begleiter dann. Das sah ja vorher auch nochmal anders aus. Nee, das war schon das gewesen hier. Genau, also anscheinend, ja okay, vielleicht gibt es hier auch so eine Art Skillsystem. Ich finde es nur noch nicht richtig. Da befinden uns Tag 13. Ereignisprotokoll. Ja, das ist noch nicht großartig. Und ich nehme mal an, sobald wir angefangen haben. Oh. Komm, ich will nochmal jagen. Sobald wir angefangen haben, wahrscheinlich. Gebäude zu bauen. Kann natürlich auch sein, dass wir dann. Dass wir dann. Auch Begleiter kriegen. Ja, den haben wir. Also es ist wirklich schön gemacht. Zum Beispiel jetzt hier nur so diese Einzelheiten, dass wenn du einen Hirsch anschießt, dass der erst wegrennt, logischerweise, weil er zwei Pfeile im Arsch stecken hat. Es ist auch gar kein Hirsch, das ist vielleicht auch ein Rentier oder so, ich weiß es nicht wirklich. Und dann so verwundet wirklich wegläuft, das finde ich extrem geil. Und auch das, das... Es anscheinend so ist, dass es immer mehr von diesen komischen Monstern gibt. Zum Beispiel vorhin, im letzten Part, wo wir dann plötzlich dieses Riesentvieh gesehen haben. So. Genau, das finde ich natürlich auch mega geil. Und, ja, grafisch gefällt es mir natürlich auch extrem schön, auch durch die Winde und durch das alles, was dann passiert. Genau. Und was gibt's noch zu sagen? Genau, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das... Oh, guck mal, wir haben eine Hütte gefunden. Das ist cool. Ich werde auf jeden Fall das Spiel spielen, wenn das draußen ist, nochmal vielleicht ein paar Parts machen oder ein etwas größeres Projekt draus machen. Aber wie gesagt, da ich Elex jetzt noch im Hintergrund habe, was natürlich auch sehr, sehr zeitintensiv ist, kann ich nicht zwei so große Spiele spielen. Genau. Ah ja, wir wollten eigentlich auch noch Holz sammeln. Aber die Zeit ist jetzt dann langsam auch durch, sonst lassen wir das erstmal. Guckt euch das an. Ah ne, das ist nur so ein kleines. Ich dachte, das ist so ein großes, was da rauskommt. So. Oh, da ist noch so eins. So. Man kann sogar Finisher-Attacken machen. Oh, die kommen immer wieder neu nach. Ah ne, der ist tot. Sehr schön. Okay. Gibt's noch was zu sagen? Nee. Ich glaube nicht.
Ich glaube, ich kann jetzt auch nicht mehr so viel machen. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 16 Minuten, 15 Minuten angekommen. Also ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen, mir hier zuzugucken. Die Parts. Ups. Genau. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen, mir zuzugucken, die Parts. Und wenn ja, würde ich mich einfach über eine positive Bewertung extrem freuen. Oder wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, indem ihr da einfach die Videos teilt oder vielleicht auch mal ein klein bisschen Werbung oder so für mich macht, weil es ist schon wirklich extrem schwierig, Zuschauer für sich zu gewinnen. Und ja, wenn ihr mal bis hierhin geguckt habt, gebt mir doch mal was in die Kommentare. Haut doch mal was rein, dass ich mal weiß, wer hat bis hierhin geguckt. Und das ist auch schon langsam alles, würde ich sagen. Genau. Und ich denke, dass ich an der Stelle jetzt vorerst das Ganze abbreche, beziehungsweise ja doch abbreche eigentlich, und ich werde mich dann mit Fate to Silence wieder bei euch melden, sobald das Spiel fertig ist. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, meine lieben Freunde, nochmal eine schöne Aussicht genießen hier. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif, friert euch nicht den Arsch ab, habt ein schönes Jahr 2018, haltet die Ohren steif und ciao.